Hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Games in Politics. Ich bin Michi und ihr seht gerade mein zweites Video zum politischen Gehalt von SimCity. Im ersten Video ging es um die Darstellung von Atomkraft in dem Stadtbausimulator. Nun soll es um Gentrifizierung gehen. Gentrifi-was? Das Wort Gentrifizierung ist ein Begriff aus der Soziologie und stammt vom englischen Wort Gentry ab, was für niederer Adel steht. Mit Gentrifizierung meint man Umstrukturierungsprozesse in städtischen Wohngebieten. Ärmere Menschen werden von reichen Menschen aus einem Stadtviertel verdrängt, weil die Mietpreise in dem Viertel steigen. Menschen mit wenig Geld sind gezwungen wegzuziehen. In den Stadtvierteln werden teure Luxusimmobilien gebaut. So ist Gentrifizierung ein Zeichen sozialer Ungleichheit. Aber mal zum besseren Verständnis ein paar Beispiele. Berlin-Kreuzberg war früher ein Viertel, in dem Menschen mit niedrigem Einkommen wohnten. Mittlerweile hat sich die Bevölkerungsstruktur durch Gentrifizierung verändert. Wo einst kleine, zweckmäßige Wohnungen standen, sind heute Luxus-Apartments und Penthouse-Wohnungen. Auch das einst für seine alternative Kultur und seinen Multikulturalismus bekannte Hamburger Schanzenviertel ist stark von Gentrifizierung betroffen. Heute sind dort die Mieten sehr teuer und auch die Läden und Geschäfte orientieren sich an der neuen, wohlhabenden Kundschaft. Arme Menschen wurden verdrängt. Die heftigen Preisanstiege bei Mietwohnungen sind aktuell ja auch öfters in den Medien und sorgen für Unmut. Gegen Gentrifizierung gibt es immer mehr Proteste. Nicht alle Menschen wollen es einfach hinnehmen, dass sie aus einem Stadtviertel verdrängt werden, in dem sie seit Jahrzehnten wohnen. Was ich hier über Gentrifizierung gesagt habe, ist allerdings nur sehr, sehr kurz dargestellt. Es gibt ganze Bücher über das Thema. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, findet ihr in der Videobeschreibung Links zum Weiterlesen. Nun, ist Gentrifizierung auch in SimCity möglich? Mal sehen. Ich habe mir eine Ölmetropole gebaut, um genug Geld für eine weitere Stadt zu haben, in dem ich meinen Gentrifizierungsversuch machen wollte. Bis die Server zur Wartung abgeschaltet wurden und ich wegen der dauerhaften Online-Verbindung nicht weiterspielen konnte. Naja, am nächsten Tag ging's weiter. What the? Was ist das nun schon wieder? Daten der Stadt können nicht richtig verarbeitet werden? Naja, kann ja mal passieren. Ich konnte nach kurzer Zeit zum Glück wieder weiterbauen, bis... Ah! Mittlerweile komme ich in die Stadt gar nicht mehr rein. Mein Speicherstand, der beim neuen SimCity ja immer auf den Servern des Herstellers gespeichert wird und den man nicht auf seinem eigenen Rechner speichern kann, ist wohl kaputt. Danke Electronic Arts und Maxis. Nächster Versuch. Ich habe mir eine neue Stadt angelegt, aber da ich keine Lust hatte, den Versuch schon wieder stundenlang vorzubereiten, habe ich etwas geschummelt und den Baukastenmodus von SimCity verwendet. Da startet man gleich mit ganz, ganz viel Geld und man hat alle Gebäude zur Verfügung. Mein Versuch der Gentrifizierung beeinflusst das aber nicht. Ich habe also eine zweigeteilte Stadt gebaut. Der eine Teil mit dicken Hauptstraßen und schicken Parks, der andere besteht aus kleinen Feldwegen. Infrastruktur wie Schulen, Strom, Wasser und so weiter war natürlich für alle verfügbar, aber vornehmlich in den reichen Vierteln verortet, sodass die einen besseren Zugang dazu hatten. Erstmal war auffällig, dass zunächst kaum ein Sim an die Feldwege ziehen wollte. Zunächst wurden die Häuser an der Hauptstraße hochgezogen. Mit der Zeit wuchs die Stadt und an den Hauptstraßen entstanden fette Wolkenkratzer. Die Grundstückspreise an der Hauptstraße um Parks, Bildungseinrichtungen und das Rathaus stiegen, das Einkommen der dort lebenden Bewohner ebenfalls. Dagegen waren die Grundstückspreise an den Feldwegen weiter niedrig und das Einkommen der Menschen schwach. Zumindest waren laut Statistik alle Einwohner sehr glücklich und zufrieden, auch wenn es vor dem Rathaus und dem Sitz des Bürgermeisters, also vor meiner Villa, immer Demonstrationen gab. Allerdings konnte ich nicht herausfinden, warum demonstriert wurde. Es wurde nichts angezeigt und es waren auch einfach Dauerdemonstrationen, die nicht verschwanden. Ewige Querulanten. Naja, und dann kam irgendwann der große Moment, der Moment der Gentrifizierung. Seht euch mal hier vorab die Statistiken an. Zunächst hier die Gebäudedichte, also ob es Hochhäuser sind oder nur kleine Holzhäuschen oder Wohnwagen, wie es an den Feldwegen der Fall ist. Dann hier die Wohngebietskarte, in der man auch das schwache Einkommen der Menschen an den Feldwegen sehen kann. Dann hier die Grundstückspreiskarte. Je türkiser, desto teurer das Grundstück. Merkt euch mal, wie hell türkis und sogar weiß das hier bei den Feldwegen ist. Und jetzt zack, Gentrifizierung. Ich habe die Feldwege mit den kleinen Häuschen und Wohnwagen der niedrigen Einkommensschicht zu dicken Hauptstraßen ausgebaut und dazwischen teure Parks gebaut. Ein wahrer Bauboom beginnt. Die kleinen Hütten werden abgerissen und sogar Villen entstehen. Und schaut euch mal hier die Grundstückspreise an. Krass, viel mehr Türkis. Die Bewohner der in dem Viertel noch nicht plattgemachten Minihäuser und Wohnwagen der niedrigen Einkommensstufe scheint die Aufwertung ihres Stadtteils nicht zu stören. Sie scheinen keine Angst zu haben, verdrängt zu werden und sind weiter glücklich. Vor dem Rathaus wird zwar nach wie vor demonstriert, aber nach wie vor auch ohne Inhalt. Die aus dem armen Stadtteil verdrängten Bürger beschweren sich nicht über die Gentrifizierung. Der gleiche Fall bei einem anderen gentrifizierten Feldwegstadtteil. Keine Beschwerden. Aus Bruchbuden wurden Villen und Hochhäuser, die einkommensschwachen Bewohner des Stadtviertels verschwinden ohne Mucken. Soweit mein Versuch der Gentrifizierung in SimCity.
Es hat nicht geklappt, beziehungsweise in SimCity gibt es einfach keine Gentrifizierung. Es war kein Problem, die Bewohner der Häuschen an den Feldwegen zu verdrängen. Sie haben nicht protestiert und sind einfach verschwunden. Heile Stadtbauwelt bei SimCity sozusagen. Einkommensschwache Menschen aus den Vierteln verdrängen und so den Weg freimachen für teure Luxus-Apartments. In SimCity kein Problem, zumindest nicht bei meinem Testversuch. Ich habe auch mit Christian Schiffer, Herausgeber des Bookscience WRSD und großer SimCity-Fan, über seine Erfahrungen mit Gentrifizierung in SimCity gesprochen. Das Interview ist allerdings etwas länger geworden, weshalb ich es nicht mehr diesem Video angefügt habe. Wenn ihr euch also für eine zweite Meinung zu Gentrifizierung in SimCity interessiert, könnt ihr euch unsere Fachsimpelei in einem gesonderten Video ansehen. Schaut einfach in die Videobeschreibung, da ist das Video verlinkt. Soweit dann erstmal von mir zu diesem Thema. Eure Meinung könnt ihr wie immer gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich natürlich wie immer sehr über ein Abo und euer Like freuen. Das motiviert mich dann auch immer, weitere Videos zu produzieren. Ist nämlich immer ganz schön aufwendig. Soweit dann. Tschüss.